Hallo meine Lieben. So, wir haben heute ein neues Tutorial und zwar von unserer Facebook-Gruppe Miteinander Fantasievoll gestalten. Und dieses Mal ist das Thema Unterwasser, also Unterwasserwelt. Ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte mit euch gern zusammen eine Box gestalten. Wir machen die Box zusammen. Und zwar möchte ich nur eine ganz kleine Box machen, wo man vielleicht dann noch so Card Candies oder sowas verschicken kann. Das finde ich ganz nett. Dann habe ich mir dazu dieses Stempelset rausgesucht. Das, ich mache es mal so, so seht ihr das besser. Das sind quasi Kraken und Delfinis und solche Sachen. Da werden wir dann nachher mal zusammen dann ein bisschen kolorieren. Muss ich mal schauen, ob ich euch da mitnehme oder nicht. Ich möchte das gern dekorieren mit diesen Blümchen. Ja, das ist jetzt nicht so richtig unter Wasser, aber ich habe nicht so arg viel unter Wasser. Ich habe hier noch so Muscheln und so ein Zahnrad, das möchte ich noch mit dazu verwenden. Ich hoffe, ihr seht das, weil hier scheint nämlich so ein bisschen blöd die Sonne her. Ja, und das Grundgerüst, ich habe mir das jetzt schon mal hier zurechtgeschnitten. Das ist wirklich nur eine kleine Box, also das ist etwas, was man auch sehr gut aus Restpapieren machen kann. Ich habe mir hier so ein Papier ausgesucht, das auch so ein bisschen schon meereshaftig ist. Meerhaft. Und wir werden das dann noch dekorieren mit ein paar so Glitzersteinchen und sowas. Also das kommt dann alles noch mit dazu. Ja, wir müssen mal schauen. Ich hole mir mal kurz mein Schneidebrett, weil man kann hier ja auch super gut falzen mit dem. Also dieses Grundgerüst von meinem, das ist der Boden von meiner Box, ist 15 auf 15 und ich möchte, also 15 cm auf 15 cm und ich möchte jetzt, dass der Rand quasi, der soll 3 cm hoch sein. Oder machen wir lieber 4? Mal schauen, 4, nee, machen wir 3. Machen wir 3. Dann lege ich mir das hier an. Und falz das einmal so runter. Und dann messen wir uns zusammen noch den Deckel aus. Dann zeige ich euch das auch gleich mal. Also ich denke, gut, es werden ja bestimmt auch schon einige von euch eine Box gemacht haben. Das ist auch gar kein großes Hexenwerk. So, lege ich das mal kurz weg. Also ich denke doch, das ist gut, das ist genug von der Höhe her auch. Weil wie gesagt, das soll nichts Großartiges rein. Da sollen nur noch ein paar Card Candies rein. Das habe ich schon mal so gemacht gehabt und das war eigentlich ganz witzig. So, jetzt haben wir dieses Grundgerüst von unserem Deckel. Und wir sind jetzt ungefähr, ja man kann sagen, bei 9 cm. Und jetzt müsst ihr bei dem Deckel das einfach so machen. Ihr gebt nochmal, ja, also ich mache es meistens so, ich gebe 3 mm dazu, also 9,3, damit der nachher einfach ein bisschen ein Spiel hat. Dann haben wir, so sieht es übrigens aus, wenn ich sowas mache. Ich schmiere mir das dann immer hier so voll. Dann habe ich hier 9,3. Und dann haben wir ja jetzt 3 cm, dann werden wir da jetzt nur 1,5 cm machen. Und dann müssen wir rechnen, plus 1,5 plus 1,5, weil wir haben ja hier 1,5 und hier 1,5. Versteht ihr das, wie ich das meine? Dann haben wir 9,3 plus quasi 3 cm. 9, 10, 11, 12, mein Gott, bin ich bescheuert, oder? Also erste Klasse Grundschule setzen 6. Also, dann haben wir 12,3. Und da unsere Box ja eigentlich im Prinzip genau gleich ist, von der Länge her und von der Breite, müsst ihr da nichts anderes messen. Ihr messt einfach 12,3 mal 12,3. Und dann falzt ihr das bei 1,5. Und dann müsste es funzen. 12,3. 12,3, das lasse ich jetzt gleich liegen. Und 1,5, ich darf da immer nur nicht so fest aufdrücken, habe ich festgestellt. Ich habe auch ein Falzbrett, aber das Falzbrett ist nur ein Inch. Und wenn ich das hier so abschneide, irgendwie macht mein Kopf mir das mit Zentimeter einfach.
einfach lieber. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt testen wir das. Jetzt setzen wir das zusammen. Da brauchen wir eine. Also das ist wieder so Chaos. Ich arbeite einfach so. Das ist halt einfach Chaos. So. Ihr schneidet das so ein. Hier schräge ich mir das immer ab. Ihr wisst ja selber, wie man eine Box zusammenbaut. Das muss ich euch nicht sagen. Ansonsten schaut ihr mir jetzt hier einfach zu. Ich schräge das einfach immer auf der gegenüberliegenden Seite. Also schneide ich es ein. Und ich schräge mir das halt immer ab, weil es meistens nicht immer hundertprozentig passt. Und dann immer so ein bisschen etwas raussteht und ich das einfach nicht schön finde. Deswegen. Und man tut sich halt leichter. Seht ihr das? Das passt einfach nie so ganz genau. Das ist ganz, ganz komisch. Also ich weiß nicht, schneidet mein Schneidebrett nicht gerade oder ist das Papier von Grund auf nicht gerade? Ich habe keine Ahnung. Also manchmal ärgert es mich bei manchen Projekten. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir einen Hebelschneider hole. Ich weiß nicht, was so eure, vielleicht könnt ihr mir das mal sagen, was ihr so für Erfahrungen habt mit so Schneidegeräten. Also wobei dieser Fiskars, der ist eigentlich schon gut. Jetzt habe ich da wieder. Ich hasse das bei diesen Klebern. Echt, das nervt mich. Das regt mich so auf. Immer verstopft das. Das nervt mich. Obwohl ich es immer gleich zumache. Na, jetzt kommt natürlich wieder ganz viel raus. Also ich tue das halt immer gern mit so einem Kleber machen, weil dann kann ich es immer noch ein bisschen ziehen. Ein bisschen hin und her schieben. Ja, doch, das wird, glaube ich, ganz gut. Sommer! Wir haben jetzt fast schon Sommer. Bei uns ist halt richtig warm. Ich habe heute frei. Und ich muss das jetzt noch kurz abdrehen, weil wir dann im Urlaub sind. Und ich weiß nicht, ob ich dann nach dem Urlaub direkt gleich wieder Zeit habe, das zu machen. Deswegen kann es sein, es liegt jetzt bei mir ein bisschen in meiner Mediathek, bis es dann hochgeladen wird. Bin schon sehr gespannt, was die anderen Mädels machen von unserer Gruppe. Da könnt ihr vielleicht auch mal gerne reinschauen. Das ist die Facebook-Gruppe Miteinander Fantasievoll Gestalten. Da ist die Christine von Christine Kreativ. Sie ist da ein Admin. Die könnt ihr da anschreiben oder einfach eine Anfrage stellen. Das ist eine ganz tolle Gruppe. Man kann echt auch ganz viele Inspirationen holen. So, jetzt haben wir mal den Boden. Und jetzt machen wir das bei... Halt, ich tue das nur noch einmal kurz mir zurechtfalzen. Einmal nachfalzen. Und dann schauen wir, kriegen wir das hin. Machen wir genau das Gleiche. Ich bin ja jetzt gespannt, ob das funktioniert. Der berühmte Vorführeffekt, wenn man etwas zeigt. Aber normalerweise, wir haben das schon richtig gemessen. Müsste das funktionieren. Also so könnt ihr das immer abmessen. Ihr müsst immer nur den Deckel einfach, ja, manchmal reichen auch 2 mm, aber ich habe manchmal das Gefühl, das sitzt dann zu fest und dann wälzt sich das an der Seite und dann sieht es auch nicht schön aus, wenn das... wenn das quasi so reingedrückt ist. Ja, das sieht einfach nicht so schön aus. Wir möchten es ja schon schön haben. Ich meine, man darf, es ist selbst gemacht, klar, natürlich nichts Maschinelles, aber trotzdem muss ja selbst gemacht nicht schludderig sein. Das soll ja trotzdem schön sein. Aber mir scheint so die Sonne rein hier. Ich muss erst mal schauen, ob ich überhaupt... Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe halt gar nicht in die Kamera geguckt. Habt ihr alles gesehen? Habt ihr schon abgeschaltet? Ah ja. So, also der Deckel, den finde ich schon mal sehr cool. Da werden wir mal schauen. Da will ich nachher dann noch so Stempel drapieren. Die muss ich mir noch überlegen, welche ich da nehme. Bisschen so das Unterwasser-Thema und diese Card-Candies, die ich dann da reinmachen möchte, die möchte ich dann natürlich auch in diesem Thema maritim und ja, Meeres,
Meeresbewohner, Meereswelt. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Thema, aber ich habe festgestellt, ich habe gar nichts so. Ich habe keine Meerjungfrauen und sonst keine Ahnung. So, ja, tada, es passt, yay. Wir sind doch ein Käpseli. Ein Käpseli, sagt man bei uns, ein Käpseli. Ja, jetzt werden wir mal schauen. Jetzt müssen wir mal überlegen, brumm, bum, bum, wie wir das machen. Ich schau mal kurz. Ich schau mal kurz. Ich könnte auch so Otterlis nehmen, oder? Auch die gefallen mir jetzt vielleicht fast besser. Spontan umgeswitcht. Ich habe hier nämlich so eine kleine Überraschungskiste. Und wenn ich immer wieder mal Lust habe und das Wetter so schön ist, dann setze ich mich auf meinem Balkon und tu mir da schon mal ein bisschen was so kolorieren und schneide es dann gleich aus. Und da habe ich jetzt diese Otterlis und ich denke, die gefallen mir fast besser. Wir werden jetzt mal kurz umdisponieren. Umdisponieren werden wir. So, also, aber wir möchten ja doch noch ein bisschen so Fischis oder so haben. Ja, das war jetzt natürlich sehr clever, gell? Die kann ich jetzt nicht mehr draufstempeln, weil bin ich blöd, echt. Wie mache ich denn das jetzt? Ach, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir werden jetzt einfach mal schauen. Ich habe hier noch so wunderschöne Streifen. Die sind mir nur jetzt ein bisschen zu dick. Die machen wir uns kürzer. So, und jetzt dekorieren wir das einfach. Und ich mache das wieder, wie ihr das von mir gewohnt seid. Ich mache das einfach wild. Ich habe kein Konzept mir vorher überlegt. Ich, ja, bin da nicht so der großartige Überleger. Und deswegen kennt ihr das ja schon. Ich lege mir das jetzt mal einfach nur so ein bisschen so hin und schau mal, wie mir das gefällt. Weiß ich nicht, das gefällt mir gar nicht so mit diesen Muscheln hier. Das passt mir nicht so ins Konzept. Weil ich finde, das mit dem Messing, das sieht halt einfach so schön aus hier. Ich glaube, so machen wir das auch. Wir machen da gar nicht so mega arg viel. Wir schauen jetzt einfach mal. Aber das ist ja schon eine coole Dose geworden. Ja, man kann echt aus Resten ganz viel machen und das ist auch so immer so ein bisschen ein Appell an euch von mir jetzt. Schmeißt eure Reste nicht weg. Ich bin ja auch immer jemand, der sagt, ach, ich heb immer alles auf, ich heb immer alles auf. Natürlich muss man es auch irgendwann verarbeiten, weil es sonst einfach zu viel wird. Aber ich habe jetzt das in einem Tauschpaket mal gehabt. Das sind 4, 5 Papiere oder so, die waren schon auf eine bestimmte Größe zugeschnitten. Das sind quasi so diese Papiere. Da war noch das mit dabei. Und dann hatten wir noch mal dieses. Und ich dachte mir immer, naja, für ein Album ist es ein bisschen zu wenig, weil es nur 4, 5 oder 6 Seiten waren. Und es ist dann halt, ja, doch einfach ein bisschen wenig. Und aber für sowas kann man das halt echt perfekt nehmen. Also warum denn nicht? Ich finde, das ist richtig nett. Bin gerade im Überlegen. Ich habe hier, Moment, ich zeige euch das. Ich habe hier so meine Kiste von kleinen Standsteilen. Ich habe normal so eine, wie sagt man denn, mit Magneten drin, wo man das so reinklebt. Aber das sind halt so die kleinen und die, ja, die nehme ich eigentlich immer wieder. Und wenn ich jetzt am Überlegen, wenn ich das jetzt so ausstanze und den dann so dahinter setze. Ich glaube, das machen wir so. Das muss ich mal überlegen.
Jetzt muss ich mal kurz überlegen, auf was ich das ausstanzen möchte, gerne. Ich habe da hier so ein, was habe ich denn hier für ein Papier? Nehmen wir das. Nehmen wir das. Das ist schön. Das passt. Dann machen wir uns jetzt einfach mal so einen Streifen ab. Ganz unkompliziert. Ich stanze das kurz aus und bin gleich wieder da. So, jetzt da bin ich wieder, aber jetzt gefällt mir das nicht so, weil das so ein bisschen nicht so schön sich abhebt. Jetzt werde ich das einfach ein bisschen braun machen mit meinen wunderbaren Distressoxiden, die ich wirklich, wirklich lieben gelernt habe. Also ich hatte die ja nie auf meinem Radar. Und jetzt mache ich das hier auch ein bisschen. Ich finde einfach, das sieht halt dann, ja, das macht es ein bisschen so antik, bisschen vintage. So, das passt doch jetzt ganz gut. Wenn wir das jetzt nämlich so drauf machen, jetzt bin ich nur am Überlegen, welchen ich nehme. Nehme ich die Mama? Ich denke, ich nehme die Mama. So. Und jetzt schauen wir mal. Ich schaue gerade nach einem schönen Stempel. Ich habe hier so ganz süße. Dann nehme ich jetzt einfach mal dieses Danke. Das passt doch da ganz gut dazu, weil vielleicht möchte man ja mal gerne Danke sagen. Wo habe ich denn meinen Stempelblock? Hier. Mein Gott, heilige Ordnung. Doch, das finde ich jetzt ganz nett. Das gefällt mir jetzt. Und seht ihr, so spontan entsteht das dann immer bei mir. So ganz spontane Sachen. Eigentlich habe ich es mir ja ganz anders wieder vorgestellt, aber das ist bei mir ja meistens so. Also ich habe da echt richtige Probleme, das so immer nach einem Konzept oder so zu machen. Also das wird bei mir meistens nichts. Ich nehme jetzt hier noch diese Luftblasen und werde mir die jetzt einfach noch ein bisschen so rumstempeln. Ach nee, das ist beidseitig, das geht nicht. Dann nehmen wir mal das, das ist nur einseitig. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das schaffe. Ich hätte das jetzt vorher machen müssen, aber das ist ja immer mit meinem Konzept, geht das ja nicht. Ich drücke jetzt einfach, ach ja, schaut, das geht. Ich drücke jetzt einfach so hinten dagegen. Ah doch, das geht. Das geht. Und dann möchte ich mir nämlich, denke ich, noch so. Eine kleine Koralle abstempeln, aber jetzt klebe ich das erstmal fest, damit ich nachher weiß. Wo das hin soll. Wo ist jetzt der kleine? Da ist die kleine Mama. Jetzt überlege ich. Macht es einen Sinn, wenn ich die braun mache außenrum? Macht das einen Sinn? Macht das keinen Sinn? Macht das. Nee, macht keinen Sinn. Das machen wir nicht. Seht gar nichts. Also ich habe das jetzt so hingeklebt. Jetzt mache ich die einfach da so drauf. Und jetzt möchte ich mir hier, ich habe mir jetzt noch so eine Koralle ausgesucht. Seht ihr das? Und die möchte ich mir jetzt noch hier hinten hinstempeln. Und ich hoffe, dass das jetzt auch so gut funktioniert wie mit den Luftblasen. Ja, doch, es geht ganz gut.
Improvisation ist alles. Das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Oh mein Gott. Ja, das gefällt mir. So, den brauche ich nicht. Den kleinen Zwuckelscheißer, den tue ich da gleich wieder rein. So, jetzt haben wir unsere Box ja eigentlich schon im Prinzip fast fertig. Wir haben das jetzt ein bisschen umdisponiert. Ich habe es jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen so auf, ja, doch eher auf Vintage. Ich habe jetzt leider nicht so viel Unterwassersachen da, aber ich wollte jetzt auch nicht extra irgendwie so viel kaufen, weil ich weiß nicht, ob ich das so immer verarbeite. Das ist so ein Spezialthema. Und ich bin ja nicht so der Spezialthema-Mensch. Ja, ich habe das jetzt hier noch ein bisschen auf alt getrimmt. Vielleicht, denke ich, werde ich das hier unten auch noch ein bisschen kurz machen. Und dann werden wir noch ein paar von meinen Nuvo-Drops verwenden. Das zeige ich euch dann auch gleich. Doch, ich finde, das gefällt mir so ganz gut. Ich hoffe, euch hat es jetzt auch ein bisschen gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Was nehmen wir? Ich habe hier die und die. Mal schauen. Das hier ist so ein bisschen was mit Glitzer. Das seht ihr jetzt ein bisschen. Ich weiß aber nicht, ob das so... oder vielleicht doch lieber diese schlichten. Das ist mir zu pastellig. Das nehme ich nicht. Mal schauen. Dann nehmen wir einfach von denen. Ich habe gar keine vorbereiteten mehr. Ich habe alle schon aufgebraucht. Dann nehmen... Doch, das passt. Dann machen wir das jetzt ganz so wild. Und das ist halt das Schöne bei diesen Nuvo-Drops. Ich mag die echt gerne. Es legt sich so schön in die Form. Das ist echt der Hammer. Hätte ich nie gedacht. Ich war ja auch immer der Meinung, naja, das ist alles so... Ja, keine Ahnung. Muss man nicht haben. Man muss nicht immer alles haben. Ich habe mich geirrt. Ich brauche es. So. Das werde ich nicht mehr nehmen. Man muss auch mal Nein sagen können. Ja, das war es im Prinzip. Mehr habe ich euch gar nicht mehr so zu sagen. Ich finde, das ist ganz nett geworden. Das kann sich doch durchaus sehen lassen. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Versuch gewesen, mit euch zusammen eine Box zu gestalten. Innen ist sie relativ blanko, weil ich jetzt noch gar nichts weiter weiß, was ich jetzt mit der Box mache. Oder ich habe ja gesagt, ich will da Card Candies reinmachen und das werde ich auch machen. Aber ich weiß nicht, wie ich die noch dekoriere. Wahrscheinlich werde ich innen noch ein bisschen was Hellblaues reinlegen, gerade von diesem Rest. Wie gesagt, ihr habt das jetzt gesehen, wie man das mit dem Deckel macht. Ihr müsst einfach ihr macht erstmal den Boden. Das ist auf jeden Fall viel, viel einfacher, wie erstmal alles zurechtzumessen. Einfach erstmal den Boden machen, den Boden auch in der gewünschten Höhe zurechtfalzen, wie ihr das wollt. Wir haben jetzt hier 3 cm genommen. Das war völlig in Ordnung für so eine kleine, flache Sache. Und dann habt ihr dieses Grundgerüst und dann dreht ihr das am besten um und dann habt ihr nur diesen Boden. Und dann messt ihr den Boden aus. Und wenn ihr dann, sagen wir mal, 10 cm habt an diesem Boden, dann gebt ihr einfach 3 mm dazu, dann habt ihr 10,3, damit der Deckel einfach ein kleines bisschen Spiel hat, damit er auch wirklich gut aufgeht. Ich zeige euch das mal anhand von einem Beispiel, wie es nicht sein sollte. Ich habe hier einen Deckel, einen Boden gemacht. Schaut, und bei mir ist das hier, das passt nicht 100%. Und jetzt biegt es sich so hier nach innen. Seht ihr das? Also das kann ich im Prinzip wegschmeißen. Das ist mir jetzt doch zu schade. Ich werde es doch noch voll fertig dekorieren und werde es halt vielleicht meiner Mama oder so mal schenken. Da ist es nicht ganz so tragisch. Aber hier seht ihr das auch. Das passt nicht. Und deswegen gebt lieber ein bisschen mehr dazu. Dann hat es ein bisschen mehr Spiel. 3 mm ist vollkommen ausreichend. Manche schaffen es auch wirklich, wenn das Gerät ganz hundertprozentig schneidet, mit 1 oder 2 mm. Aber ich finde, das ist schon wirklich grenzwertig. Und dann gebt ihr einfach noch diese Seite, wo ihr falzt. Also ich habe jetzt bei 1,5 cm gefalzt. Dann rechnet ihr einfach das
nochmal doppelt dazu, also von der Seite und von der Seite. Natürlich ist es am einfachsten, wenn ihr ein Quadrat habt, dann habt ihr alle Seiten gleich und ansonsten messt ihr euch das einfach aus. Also das ist gar kein Hexenwerk. Ihr könnt es auch echt auf alles verwenden. Ihr könntet das jetzt kleiner machen und hättet dann eine Verpackung für so ein, wenn man ein Distress-Oxidkissen verschenken möchte zum Beispiel. Dann messt ihr euch das einfach aus. Ihr habt jetzt hier zum Beispiel das Kissen, das hat 7,5 cm. Dann würde ich die Schachtel jetzt auf 8 cm machen. Hätte mein Boden das Grundgerüst von 8 cm. Und das ist ja auch wieder überall gleich, also 8 auf 8. Dann habt ihr ein bisschen Luft. Dann gebt ihr, was weiß ich, zum Beispiel hier, das sind jetzt 2 cm hoch. Dann würde ich jetzt sagen, ich würde gerade auch wirklich die 2 cm hochgehen, dann würde ich 8, 9, 10, 11, 12, also 12 mal 12 und dann bei 2 cm rundherum falzen und den Deckel macht ihr genau gleich und dann gebt ihr halt nur noch 1 cm zum Falzen dazu. Und schon habt ihr halt eine super Verpackung, einfach auch für eine Rittersport oder für eine Milka-Schokolade. Ihr könnt alles ein bisschen nett verpacken und ich finde, das macht gleich so viel her. Und wie gesagt, ich bin halt ein Freund von solchen Sachen, weil man kann so toll die Reste verwerten. Ich habe von einer ganz lieben Facebookerin, weil ich diese Stanze nicht hatte, hatte ich solche Fähnchenausstanzungen bekommen. Und das sind jetzt zum Beispiel die, die ich hier verarbeitet habe. Jetzt habe ich hier den Rest noch übrig. Die werde ich mir jetzt wahrscheinlich nochmal zurechtschneiden und werde sie vielleicht doch noch nach innen reinkleben. Also das macht halt gleich so viel mehr her. Und da könnt ihr super, super, super eure Reste verwerten. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Es war wie immer etwas chaotisch, aber wer mich kennt und der weiß es. Und ich denke, deswegen mögen mich manche auch, weil es halt einfach chaotisch ist. Und ich denke, keiner kann mir erzählen, dass er beim Basteln immer mega, mega organisiert ist. Das, denke ich, gibt es eigentlich kaum. Weil das ist ja immer ein Entstehungsprozess und man verwirft immer wieder mal Ideen und dann kommen andere dazu und dann fällt einem etwas in die Hände und dann denkt man sich, ach, das nehme ich auch noch mit dazu und das gefällt mir auch. Also sowas zum Beispiel, das wollte ich jetzt nehmen, das gefällt mir jetzt nicht, das packe ich wieder weg, dann kommt es dafür beim nächsten Projekt im Einsatz oder so. Also ich denke, ja, so bin ich halt. Bäh. Chaotisch. Gut, ich wünsche euch eine coole Zeit und viel Spaß, wenn ihr das nachmachen möchtet. Ihr findet in der Infobox unten natürlich wieder die ganzen Links, die von den anderen Mädels, die Videos und natürlich auch den Link zu der Facebook-Gruppe. Und wenn ihr Bock habt, dann dürft ihr gerne mal, seht ihr, wie die Sonne da reinscheint, dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.